Die Fermentation ist eine der ältesten Konservierungsmethoden und findet auch heute noch Anwendung bei diversen Lebensmitteln. Ganz klassisch bei Sauerkraut, bei verschiedenen Alkoholen, bei schwarzem Tee. Und warum du heute noch fermentieren solltest und wie du es konkret zu Hause umsetzen kannst, das erfährst du in diesem Video. Bevor es Kühlschränke und Tiefkühltruhen gab, musste man die Ernte des Sommers ja irgendwie für den Winter haltbar machen, weil im Winter logischerweise nichts mehr frisch wächst. Und dafür eignet sich die Fermentation besonders, weil man erstens keine Energie aufbringen muss, man muss nichts erhitzen, man muss nichts kühlen und kann gleichzeitig den Nährstoffgehalt vollkommen erhalten. Und das spricht auf jeden Fall für die Fermentation im Gegensatz zu anderen Konservierungsmethoden, aber auch heutzutage spielt sie noch eine große Rolle. Es ist so, dass ein Drittel all unserer industriell hergestellten Lebensmittel auf der Fermentation basieren und das ist schon heftig, wenn man sich überlegt, wie viele Lebensmittel es überhaupt gibt. Und da sieht man, die Fermentation spielt eben auch heute noch eine große Rolle. Worum handelt es sich überhaupt bei der Fermentation? Die Fermentation bezeichnet erstmal die Umwandlung von organischem Material durch Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze. Ist natürlich erstmal sehr allgemein, aber viele bringen die Fermentation auch mit der Gärung in Verbindung. Aber da gibt es einen entscheidenden Unterschied. Die Gärung ist nämlich definiert als mikrobieller Abbau von organischen Stoffen ohne Einbeziehung von externen Elektronenakzeptoren wie Sauerstoff zum Zweck der Energiegewinnung. Und die Fermentation bezeichnet die Verwertung von organischem Material durch Mikroorganismen. Die Gärung bezieht sich also nur auf anaerobe Prozesse, also ohne Verbrennung von Sauerstoff. Und die Fermentation schließt aerobe Vorgänge mit Sauerstoff ein. Auf die Arten möchte ich jetzt nochmal genauer eingehen. Es gibt viele verschiedene Arten der Fermentation. Es gibt aber hauptsächlich drei, die tatsächlich Anwendung finden in der Lebensmittelherstellung und auch wenn wir selber fermentieren. Und auf die möchte ich jetzt eingehen. Und zwar ist das zum einen die Milchsäuregärung, die alkoholische Gärung und die Essigsäuregärung. Wir fangen an mit der Milchsäuregärung. Die Milchsäuregärung ist der Klassiker unter den Fermentationsarten und das, was auch vorkommt, wenn wir selber Gemüse fermentieren. Bei der Milchsäuregärung ist es so, dass Milchsäurebakterien, die sich so schon auf der Oberfläche von dem Gemüse befinden, Glucose, also den Zucker aus dem Gemüse, in Milchsäure umwandeln. Das ist also eine Form der Glykolyse. Glykolyse ist immer eine Form der Auflösung von Glucose. Und durch diesen Umwandlungsprozess entsteht Adenosintriphosphat. Den Stoff kennt vielleicht nochmal, das ist auch bei uns im Körper der universelle Energiestoff, auf dem wir quasi laufen. Und auch die Milchsäurebakterien nutzen ATP als Energiequelle. Das Ganze läuft anaerob ab, also ohne Verbrauch von Sauerstoff. Die Milchsäurebakterien können aber auch bei Sauerstoff, also in einer sauerstoffhaltigen Umgebung, überleben. Und durch die Milchsäure, die entsteht, sinkt der pH-Wert des Lebensmittels auf ungefähr 4. Und dadurch sterben die Bakterien, also sterben im Prinzip alle Bakterien außer den Milchsäurebakterien ab. Und so wird eben gewährleistet, dass sich keine schädlichen Organismen vermehren können und dadurch wird das Lebensmittel, wenn es fermentiert ist, eben so gut wie ewig haltbar. Und pH-Wert 4 bedeutet, dass das Lebensmittel eben schon sehr sauer ist. Jetzt könnte man die Vermutung haben, dass milchsäurevergorene Lebensmittel den Körper entsprechend übersäuern und schädlich sind. Das ist aber nicht der Fall, weil es immer darauf ankommt, wie ein Lebensmittel verstoffwechselt wird. Und bei milchsäurevergorenen Lebensmitteln kann ich euch beruhigen, da ist es so, dass sie in der Regel sogar basisch verstoffwechselt werden. Woran liegt das? Milchsäurevergorene Lebensmittel enthalten ausschließlich organische Säuren. Und diese Säuren sind nicht wirklich reaktionsfreudig. Und das bedeutet, der Körper kann sie vollständig zu Kohlenstoffdioxid und Wasser abbauen, ohne dass dabei saure Stoffwechselrückstände zurückbleiben, die den Körper belasten. Das gleiche Prinzip hat man zum Beispiel auch bei der Zitrone. Die enthalten ja auch viele organische Säuren und da könnte man auch denken, die Zitrone übersäuert den Körper, ist aber nicht so, weil der Körper diese Säuren vollständig abatmen kann, wie gesagt, ohne dass der Körper belastet wird. Dann kommen wir zur alkoholischen Gärung, das ist die zweite Art, kommt nicht so häufig vor, kurz möchte ich trotzdem drauf eingehen. Und die alkoholische Gärung ist auch ein anaerober Prozess, also ohne Sauerstoff. Und da ist es so, dass Hefepilze, die sich auch auf dem Lebensmittel befinden, die Kohlenhydrate, hier ist es auch hauptsächlich die Glucose und andere Monosaccharide, also kurzkettige Zuckermoleküle, zu Ethanol, also dem klassischen Trinkalkohol, den wir auch kennen, und Kohlenstoffdioxid abgebaut werden.
Es handelt sich also auch um eine Form der Glykolyse. Und bei dieser Umwandlung entstehen genauso ATP-Moleküle, die den Hefepilzen dann als Energiequelle dienen. Und die alkoholische Gärung, wie der Name schon sagt, findet hauptsächlich Anwendung bei der Herstellung von Alkohol, aber zum Beispiel auch beim Backen oder bei der Herstellung von Milchkefir. Dann kommen wir einmal zur dritten Art, das ist die Essigsäuregärung. Die ist aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, keine Gärung, sondern eine Fermentation, weil sie aerob, also unter Verstoffwechselung von Sauerstoff, abläuft. Wird aber, warum auch immer, trotzdem so genannt. Deswegen behalte ich das mal bei. Und hier ist es so, dass Essigsäurebakterien die Kohlenhydrate im Lebensmittel oder auch Ethanol, also Alkohol, der so schon vorhanden ist, in Essigsäure umwandeln. Dadurch sinkt ebenfalls der pH-Wert des Lebensmittels und schädliche Mikroorganismen werden eben abgetötet und dadurch das Lebensmittel haltbar gemacht. Also ihr seht, das Prinzip ist bei der Fermentation ungefähr, also eigentlich überall gleich. Es kommt eben nur darauf an, welche Mikroorganismen quasi so schon vorhanden sind und ob das Ganze aerob, also mit Sauerstoff oder anaerob ohne Sauerstoff abläuft. Soweit so gut. Jetzt verstehen wir eben, wie die Prozesse bei der Fermentation ablaufen. Aber viel wichtiger ist natürlich die Frage, warum sollen wir fermentieren? Was haben wir davon? Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Einen Punkt habe ich ja vorhin schon angesprochen, und zwar können wir Lebensmittel durch die Fermentation konservieren und haltbar machen. Und da ist es so, dass wir keine Energie benötigen, wir müssen natürlich nur Zeit investieren und wir haben gleichzeitig keinen Nährstoffverlust, das heißt die Nährstoffe bleiben voll vorhanden, was wir bei anderen Konservierungsmethoden nicht unbedingt haben. Wenn wir Lebensmittel einfrieren oder einkochen, dann bleibt das gesundheitliche oder wird das gesundheitliche Potenzial schon reduziert. Das haben wir bei der Fermentation eben gar nicht. Und dazu kommt, dass der gesundheitliche Wert durch die Mikroorganismen sogar noch gesteigert wird. Und darauf möchte ich jetzt einmal eingehen. Bei den Bakterien, die sich im Rahmen der Fermentation vermehren, handelt es sich nämlich um sogenannte Probiotika. Probiotika sind Darmbakterien, die sich im Gegensatz zu den pathogenen Mikroorganismen positiv auf unsere Gesundheit auswirken. Sie beeinflussen nämlich unser Mikrobiom. Mikrobiom ist ein relativ neuer Begriff und bezeichnet die Gesamtheit aller Mikroorganismen in unserem Körper. Es sind hauptsächlich die Darmbakterien, also die Darmflora quasi, so wie man es früher genannt hat, aber zum Beispiel auch Mikroorganismen, die sich direkt auf unserer Haut befinden oder in Schleimhäuten. Was machen die Mikroorganismen jetzt mit unseren Darmbakterien? Ein sehr wichtiger Punkt ist, dass sie die schädlichen Darmbakterien, die wir eben auch in uns tragen, verdrängen. Und das machen sie auf verschiedene Weise. Zum einen, indem sie die Substrate abbauen, die diese Bakterien benötigen, und indem sie deren Rezeptoren besetzen. Zusätzlich produzieren sie antimikrobielle Substanzen. Das sind Substanzen, die die schädlichen Mikroorganismen quasi so schon in ihrem Wachstum hemmen. Und der dritte Weg ist, dass sie auch den gesamten pH-Wert des Darms senken und damit den schädlichen Mikroorganismen so schon die Lebensgrundlage nehmen. Und dadurch, dass wir überfermentierte Lebensmittel im Probiotika aufnehmen, ändert sich die gesamte Zusammensetzung unseres Darmmikrobioms. Die schädlichen, also pathogenen Mikroorganismen werden abgebaut, werden weniger und es siedeln sich halt vermehrt die Probiotika aus diesem Lebensmittel an. Und das ist von enormer Bedeutung, weil der Darm eines der wichtigsten Organe, meiner Meinung nach sogar ganz klar das wichtigste Organ für die Gesundheit ist. Da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen ist der Darm der Hauptsitz unseres Immunsystems. Es ist so, dass enorme 70% aller Immunzellen sich in unserem Darm befinden und 80% aller Abwehrreaktionen im Darm ablaufen. Das Immunsystem wird also maßgeblich davon beeinflusst, wie die Zusammensetzung der Darmbakterien ist. Dass unser psychisches Befinden Einfluss auf den Darm und auch auf die Verdauung hat, ist wohl den meisten bekannt. Also man kennt es, wenn man jetzt gerade in einer stressigen Situation ist, dass man da entweder weniger oder mehr Hunger hat oder auch die Verdauung angeregt ist. Aber es geht eben auch andersrum. Unser Darm, speziell die Darmbakterien, haben einen großen Einfluss auf unsere Psyche und auf unser psychisches Wohlbefinden. Und deswegen wird der Darm sogar als zweites Gehirn bezeichnet. Das ist nämlich so, dass die Darmbakterien über Nervenzellen, die sich im Darm befinden, also über unser zweites Darmnervensystem, quasi Signale über den sogenannten Vagusnerv direkt ins Gehirn senden. Und deshalb hat auch die Zusammensetzung unserer Darmbakterien einen enormen Einfluss auf unser Wohlbefinden und auf unsere Psyche. Und der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist die Verdauung. Die Darmbakterien haben auch einen großen Einfluss auf unsere Verdauung. Es ist nämlich so, dass Ballaststoffe, die wir
über pflanzliche Lebensmittel aufnehmen, wie zum Beispiel Inulin oder auch resistente Stärken, über die Verdauungsorgane erstmal nicht abgebaut werden können. Im Dickdarm dienen sie dann aber den Mikroorganismen als Nahrungsquelle. Und wenn die Darmbakterien, also die Probiotika, die wir aufgenommen haben, diese Ballaststoffe verstoffwechseln, entstehen dabei kurzkettige Fettsäuren, die freigesetzt werden. Und die haben zahlreiche positive Effekte. Sie senken den Cholesterinspiegel, regen die Darmperistaltik an, also ja, die Muskelkontraktion der Darmmuskulatur, um den Nahrungsbrei zu bewegen quasi. Und sie sind die Hauptenergiequelle für die Epithelzellen im Darm. Neben den Fettsäuren, die ich gerade angesprochen habe, produzieren die Darmbakterien aber auch viele Vitamine, von denen wir direkt profitieren. Ein Beispiel: Hefepilze haben natürlicherweise einen relativ langsamen Stoffwechsel. Und um das zu kompensieren, produzieren sie viele verschiedene B-Vitamine, weil B-Vitamine ja quasi Funktionsträger im Energiestoffwechsel sind. Und diese B-Vitamine nehmen wir natürlich auch auf, wenn wir Hefepilze über fermentierte Nahrungsmittel zu uns führen, die sich dann im Darm ansiedeln. Das heißt, es werden quasi automatisch, ohne dass wir da spezielle Lebensmittel zuführen müssen, B-Vitamine für uns produziert. Und das ist auch ein heftiger Punkt, finde ich. Damit wir es den positiven Mikroorganismen erleichtern, sich im Darm anzusiedeln, macht es Sinn, sich ballaststoffreich und vor allem präbiotikareich zu ernähren. Präbiotika sind nicht zu verwechseln mit den Probiotika, die ich gerade angesprochen habe. Präbiotika sind eine bestimmte Gruppe von Ballaststoffen, die den Probiotika als Nahrungsquelle dienen. Es ist nämlich so, dass die schädlichen Mikroorganismen, die pathogenen Mikroorganismen, in der Regel auf Zucker angewiesen sind. Und wenn wir uns jetzt für einen gewissen Zeitraum zuckerarm ernähren, gleichzeitig ballaststoffreich mit vielen Präbiotika, schaffen wir eben Wettbewerbsvorteil für die guten Darmbakterien, weil die eben in den Präbiotika ihre Nahrungsquelle finden und die schädlichen Mikroorganismen keine Nahrung mehr haben, absterben und wir uns dadurch quasi ein ganz neues Darmmilieu aufbauen können. Ganz grob gesagt, es gibt viele natürliche Lebensmittel, die präbiotisch sind, zum Beispiel Zwiebeln, Knoblauch, Artischocken, Topinambur, da gibt es echt eine Menge. Da würde ich euch einfach mal empfehlen zu googeln, präbiotische Lebensmittel, und da findet jeder ein passendes Lebensmittel für sich. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum soll ich mir überhaupt die Mühe machen und selber fermentieren? Ich kann mir doch einfach probiotische Lebensmittel im Supermarkt kaufen, so ganz klassisch ein Sauerkraut. Aber das ist meiner Meinung nach keine gute Möglichkeit, weil hinter industriell hergestellten Produkten natürlich immer ein Effizienzgedanke steht. Das heißt, die Produkte fermentieren nur sehr kurz und haben entsprechend auch nur eine sehr geringe Anzahl an Mikroorganismen, wenn überhaupt. Es ist nämlich so, dass die Fermentationszeit der wichtigste Faktor für die Zahl der Mikroorganismen ist. Die Fermentation ist ja nie abgeschlossen und deswegen sollte man immer so lange wie möglich fermentieren. Es ist sogar so, dass man davon ausgeht, dass sich die Zahl der Mikroorganismen jede halbe Stunde verdoppelt. Und von daher macht es Sinn, möglichst lange zu fermentieren. Das erreichen wir bei Supermarktprodukten wie gesagt nicht, aber wenn wir die Produkte selber herstellen, können wir ja eine Woche oder zwei Wochen sogar warten, bis wir das Lebensmittel konsumieren und haben dann eine ganz andere Qualität. Dann könnte man auf die Idee kommen, okay, wenn die Lebensmittel im Supermarkt nicht das Wahre sind, dann kaufe ich mir eben Probiotika-Kapseln. Ist meiner Meinung nach eine bessere Möglichkeit, aber auch nicht optimal. Zum einen, weil die Kapseln ja getrocknet sind, das heißt, die enthaltenen Mikroorganismen sind nicht mehr zu 100% aktiv und sie liegen nicht in einem natürlichen Verhältnis vor. Und dazu kommt auch noch, wir bräuchten sehr viele Kapseln, weil die Konzentration in eigenen Fermenten von Mikroorganismen schon sehr hoch ist. Und von daher meine Devise ganz klar selber machen, vor allem weil es auch nicht großartig aufwendig ist. Da gehe ich jetzt nochmal genauer drauf ein. Wie fangen wir das Ganze an? Bevor wir anfangen können, müssen wir uns natürlich für ein Gemüse entscheiden, was wir überhaupt fermentieren wollen. Da gibt es nämlich nicht nur klassisch das Sauerkraut, sondern im Endeffekt kann man so gut wie jedes Gemüse fermentieren. Grundsätzlich würde ich aber empfehlen, eher harte Gemüsesorten zu nehmen, sowas wie Kohlsorten, rote Beete, Karotten, die eignen sich besser, weil wenn man ein zu weiches Gemüse nimmt, dann hat man das Problem, dass man am Ende oft nur noch einen Matschhaufen hat, weil das Gemüse durch den Fermentationsprozess sowieso schon ziemlich weich wird. Wenn man sich dann für ein Gemüse entschieden hat, dann muss man es in der Schüssel erstmal sehr gut zerkleinern, dass es sehr fein wird. Das kann man machen, indem man es mit einem Messer schön klein schneidet. Komfortabler ist es aber meiner Meinung nach mit einer Reibe. Und die hat ja in der Regel sowieso jeder zu Hause. Dann reibt man das Gemüse eben sehr klein
und dann fängt man alles richtig gut zu zerkneten. Das kann man ganz klassisch mit den Händen machen, sodass möglichst viel Saft austritt. Und währenddessen gibt man dann eine Prise hochwertiges Steinsalz hinzu. Und wenn man dann nach einer Zeit sieht, es ist jetzt eine gute Menge an Saft ausgetreten, dann kann man anfangen, das Gemüse in ein Einmachglas sehr dicht zu schichten, sodass kein Sauerstoff dazu kommt. Und ganz wichtig ist, dass kein Platz mehr im Glas ist und dass das Ferment im eigenen Saft steht. Und dann kommt im Endeffekt nur noch der Deckel wieder drauf und das heißt warten. Wie gesagt, der Fermentationsprozess ist im Endeffekt nie abgeschlossen. Deswegen könnt ihr selber entscheiden, wie lange ihr warten wollt, aber so als Richtwert, ich warte immer ungefähr eine Woche, bis ich das Lebensmittel dann konsumiere. Ihr seht also, dass es wirklich nicht schwer ist zu fermentieren, deswegen kann ich es nur jedem empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Eure Gesundheit wird es euch auf jeden Fall danken und ich finde, es macht doch einfach Spaß, weil man jedes Lebensmittel geschmacklich nochmal neu entdecken kann durch die Fermentation. Schreibt mir eure Erfahrungen gerne in die Kommentare und abonniert diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.